So, herzlich willkommen zu meiner Top 10. Und zwar geht es hier in dem Video um die Ermittlerschwächen. Jeder Ermittler im Arkham Horror, das Kartenspiel, bringt eine persönliche Schwäche mit. Die können unterschiedlich schwer gewichten. Manche sind wirklich komplett vernachlässigbar, auch wenn es natürlich eine Schwäche ist und allgemeine Schwächen ja natürlich auch hart sein können. Es gibt es wirklich welche, die sind fast irrelevant, und es gibt wirklich Schwächen, die hauen richtig rein. Wir spielen immer zu dritt, und Basti, der bei uns immer mitspielt, der pickt teilweise richtig Ermittler anhand seiner persönlichen Schwäche. Wenn es ihm zu hart ist, dann spielt er den Ermittler einfach nicht. Ich habe mal ein Video gemacht, könnt ihr gerne nochmal euch durchklicken. Da geht es um die Entscheidungskriterien, die zu einem Ermittler führen. Und einer davon ist eben auch seine persönliche Schwäche. Wir steigen gleich ein. Bevor wir in die Top 10 kommen, eine Honorable Mention habe ich. Und zwar ist das die dunkle Zukunft. Das ist die persönliche Schwäche von Jacqueline Fine. Die wollte ich auf jeden Fall mal reinnehmen. Ich habe sie auch gespielt. Die sieht erstmal so lala aus. Aber sie ist wirklich nicht ohne. Was macht sie? Wenn sie im Spiel ist, dann können Marker nicht aufgehoben oder ignoriert werden. Sie synergierte eben mit diesen Markern. Das heißt, wenn diese Schwäche im Spiel ist, dann ist sie im Prinzip Vanilla. Also sie hat im Prinzip kein Textfeld. Das Problem ist jetzt, am Ende deines Zuges werden fünf zufällige Marker aus dem Chaosbeutel enthüllt, und wenn ihr den Elder-Token zieht, dann kommt die Schwäche erst weg. Und diese Schwäche ist extrem nervig. Denn die neueren Erweiterungen bringen auch immer mal wieder neue Token mit rein. Innerhalb einer Kampagne wird der Chaosbeutel mit neuen Token bestückt. Und ihr müsst jetzt fünf rausziehen, und es ist super nervig, denn den zu treffen ist wirklich echt nicht ohne. Es gibt ja auch diese Fluch- und die Segenmarker. Wenn die drin sind, dann ist der Beutel noch dicker, und dann zieht man mal hier dieses Symbol raus. Ich habe sie zweimal gespielt, und jedes Mal, wenn ich diese Schwäche draußen hatte, war mein Ermittler halt komplett Vanilla. Warum ich sie jetzt nicht in meinen Top 10 drin habe, ist einfach, das ist halt eben, na gut, du spielst den halt ohne Textfeld. Aber du stirbst daran nicht, oder eure Kampagne ist dadurch nicht zwingend gefährdet. Aber eine, die ich auf jeden Fall hier mal erwähnen wollte. Genau, dann steigen wir ein auf meiner 10. Und zwar zerschmettere die Gottlosen. Das ist die Schwäche von Zoe. Sie sagt einfach aus, man muss vom Begegnungskarten Karten ablegen, bis eben ein Gegner kommt. Und der erscheint dann an einem weitest entfernten Ort. Und das kann also sonst wo sein. Und wenn der Gegner halt nicht besiegt wird, bekommt man ein seelisches Traumata. Jetzt kann man wieder denken, okay, was ist daran so schlimm? Naja, wenn der Gegner reinkommt, dann mache ich ihn halt platt. Das Problem an diesen Schwächen ist, da gibt es auch verschiedene von, du musst erstmal zum Gegner hinkommen. Das ist halt szenarioabhängig. Es gibt Szenarien, die laufen, sage ich mal, wie ein Tunnel ab. Du hast ganz links Karten und ganz rechts. Und wenn du einmal ganz vorne bist und der Gegner startet ganz hinten, musst du teilweise wieder zurückrennen. Tückisch ist es halt eben vor allen Dingen, wenn diese Schwäche später gezogen wird. Und ihr habt natürlich einen Auftrag, irgendwie die Szene voranzutreiben oder nicht die Agenda zu triggern. Und dann kommt so ein Gegner rein, und das Erste, was du denkst, geil, jetzt hast du diese Schwäche, und du willst eigentlich nie ein seelisches Trauma haben, denn klar, das macht deinen Ermittler permanent schwächer. Und wenn dann eben vor allen Dingen vielleicht sogar in der letzten oder vorletzten Runde diese Schwäche reinkommt, und dann legst du dir, wie kannst du den Gegner jetzt noch irgendwie besiegen? Und wenn er ganz weit weg ist, was machst du jetzt? Und solche persönlichen Schwächen sind immer sehr unangenehm. Auf meiner 9 habe ich mich für das Necromonicum entschieden. Das ist die Schwäche von Daisy. Und ja, bei der Schwäche sagt einfach aus, ihr müsst jeden Elder-Token als diesen Fail-Token
behandeln. Das heißt, effektiv habt ihr zwei Fail-Tokens. Und ja, ihr müsst jetzt drei Aktionen aufbringen, um diese Schwäche abzulegen. Denn es kommt mit Horror rein und ihr macht ja halt damit einer Aktion, bewegt ihr einen Horror halt weg. Und viele Schwächen haben immer zwei Aktionen, um sie wegzubekommen, und sie hat drei. Und das Problem ist einfach, drei sind extrem viel. Es ist also ein ganzer Turn. Und jetzt kann man denken, ja, wie schlimm ist das? Es ist schon nicht ohne. Also es sind einfach zwei Token, die auf jeden Fall eure Probe misslingen lassen. Und das fühlt sich übel an. Und vor allen Dingen nicht nur das, sondern die Karte gibt auch noch einen Handslot. Was also bedeutet, falls ihr mehr auf Handslot gehen solltet, oder ihr habt sogar zwei Handslot bereits belegt gehabt, dann ersetzt das Necromunticum eure Handslot. Also ihr verliert sogar noch eine permanente Karte, falls ihr sogar noch, falls sie bereits belegt war. Also auch ganz üble Schwäche, die halt wirklich mit, ja, die man halt versucht, auch dann so viel wie möglich wegzubekommen. Ja, und jetzt haben wir eine Schwäche, und zwar die Krankenhausrechnung auf meiner 8 ist von Skizzo Tools. Die sagt eben aus, ihr müsst eine Ressource von eurem Ressourcenvorrat auf die Krankenhausrechnung legen, und das geht aber nur zweimal pro Runde, und wenn ein 6 drauf liegt, dann ist sie weg, und ansonsten verliert man halt zwei Erfahrungspunkte weniger. Na gut, das kann man nicht sagen, was sind schon zwei Erfahrungspunkte, und ich denke mir so, ja, also wenn meine Mitermittler die vollen Erfahrungspunkte bekommen und ich halt nicht, ärgert mich das schon sehr. Und das Problem an der Schwäche ist, da ihr nur zweimal pro Runde etwas drauflegen könnt, braucht diese Schwäche bereits drei Runden. Wenn ihr also in der letzten Runde seid, könnt ihr sie nicht wegbekommen, in der vorletzten Runde auch nicht mehr. Also diese Schwäche ist so, am Anfang, wenn sie am Anfang draußen ist, dann geht es halt, wenn man drauf spielen kann, und später wird es halt unangenehm. Klar, zwei Erfahrungspunkte kann man sagen, was man will, aber es fühlt sich schon echt übel an, wenn man da nicht mitzieht. Und deswegen eben auf meiner 8. Auf der 7 habe ich mich für die Schulden bei der Lounge entschieden. Das ist die Schwäche von Preston Fairmont. Das ist auch wieder so eine Sache. Ihr zieht die. Ihr könnt die, wenn ihr die am Ende der Szenario zieht, dann ist das echt übel auch. Es sei denn, ihr habt die 10 Ressourcen gespart, denn ihr müsst sie für 10 ausspielen, dann ist sie weg. Wenn ihr sie nicht ausspielt, erleidet ihr wieder ein seelisches Trauma. Das will niemand haben. Und deswegen ist man immer so ein bisschen darauf fokussiert, diese Schwäche auch wegzubekommen, indem man dann halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt auch die Ressourcen hat. Ja, man kann so ein bisschen auf die auch spielen, das ist nicht, aber sie ist halt wieder dieses seelische Trauma machen. Das ist bei mir selber schon Trauma im Kopf schon, dass ich sie schon so weit oben hebe, weil einfach, weil man es einfach nicht haben möchte, und die muss man halt wegbekommen. Das ist einfach sonst wieder etwas, was einem, ja, wird immer schlechter dann. Also wenn du, ihr könnt ja nicht jedes Szenario diese Karte hier auf der Hand lassen, um euch immer weitere seelische Traumata geben zu lassen, dann wird euer Charakter signifikant schlechter. Okay. Okay, auf der 6 habe ich mich für von Albtraum gequält entschieden. Das ist eine Schwäche von Ashton Pete mit seinem Hund Duke. Und wenn die reinkommt, müssen erstmal alle Vorteilskarten erschöpft werden. Das können sein Verbündete, Waffen, Werkzeuge und so weiter und so fort. Es werden alle Vorteile erschöpft, und die werden auch alle nicht mehr enttappt. Er hat ja selber den Hund Duke, der natürlich auch nicht enttappt wird. Das heißt also, ihr müsst zwangsweise sofort, wenn die Schwäche draußen ist, zwei Aktionen ausgeben, ansonsten macht ihr halt nichts. Und das ist halt eben so wieder das Klassische, wenn eine Schwäche dich sofort da, ja, dich zwingt, auch sofort zu handeln, dann ist es eine harte Schwäche. Da könnt ihr nicht einfach sagen, ja, ist egal, ich versuche jetzt ohne meinen Hund zu arbeiten und sonst irgendwelche Sachen. Da müssen sofort zwei Aktionen ausgegeben werden. Was natürlich schwierig ist, wenn ihr natürlich zum Beispiel einen Gegner im Kampf habt und so weiter und so fort, da gibt es Gelegenheitsangriffe, also sehr unangenehme Sache. Und das ist schon eine Schwäche, die zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt wirklich auch drauf steht, ihr bekommt hier Schaden und Horror. Ja. Okay, auf meiner 5 habe ich mich für Gier entschieden. Gier ist von Bob Jenkins. Das ist auch so eine Schwäche. Ja, man kann sagen, okay, sie arbeitet mit Ressourcen, also sie nimmt immer auf jeden Fall einen Horror.
Und wenn ihr jetzt einfach 10 oder weniger Ressourcen habt, einen zusätzlichen, also 2 Horror, wenn ihr 5 oder weniger Ressourcen habt, 3 Horror oder weniger Ressourcen, 4 Horror. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber ich würde sagen, im Schnitt, wenn man jetzt nicht gerade das mega krass Ressourcendeck hat, bekommt ihr mit der Schwäche 3 Horror. Er selber hat ganz gutes Statsline, ich glaube 6, 8, also 8 auf geistige Gesundheit. Das ist okay, aber dennoch, man möchte sehr, sehr so wenig Horror und Schaden durch eine Schwäche bekommen wie möglich. Und die Schwäche zwingt fast schon, dass ihr natürlich sehr viel auf Ressourcen geht. Und wenn ihr es nicht tut, weil ihr ein anderes Bild im Kopf habt und ihr wollt euren Ermittler irgendwie anders spielen, dann könnt ihr eigentlich schon fast mit drei Horror einplanen. Und die Karte kann wirklich dann auch einfach jemanden sofort umhauen. Ja, also, oder dich dann umhauen, wenn ihr Bob Jenkins spielt. Die ist also wirklich nicht ohne. Da gibt es das Pendant noch für Schaden. Das ist der Bauernermittler, der halt sagt, okay, in erhöhte Handkarten bekommt ihr für jede 3 Handkarten einen Schaden, also es geht irgendwo auf den gleichen Slot. Der ja, bekommt dann auch bei 9 Handkarten 3 Schaden. Ich denke, da ist der Schnitt vielleicht 2 Schaden zu bekommen. Das geht dann vielleicht noch, aber die hier, ich glaube, da ist schon 3 fast schon Standard. Und wenn ihr nur 2 Schaden bekommt, dann seid ihr wirklich auch gut. Oder habt ihr wirklich ein massives Ressourcendeck aufgebaut. Aber keine Schwäche, die ich sehr gerne sehe. Überhaupt nicht. Okay, auf der 4 ist Dunkle Erinnerung. Das ist die Schwäche von Agnes Becker. Ja, die ist auch besonders nett, denn ihr müsst, wenn ihr sie auf der Hand habt und ihr sie nicht ausspielt, dann müsst ihr die Karte davor zeigen und nehmt 2 Horror. Heißt also, irgendeine Situation zwingt euch, eine Karte zu ziehen oder eine Karte zu bekommen und ihr wart schon am Zug oder so, beziehungsweise wie am Ende eures Zuges zieht noch eine Karte, kriegt die Karte auf die Hand, kriegt sie nicht mal los, 2 Horror. So, das ist wahrscheinlich sehr oft der Fall, dass ihr die 2 Horror nehmen müsst und dann kostet sie auch noch 2 zum Ausspielen und nicht nur, dass ihr dann noch Ressourcen dafür zahlen müsst, sondern es kommt noch eine Verderbsmark auf die aktuelle Agenda und die kann auch noch vorrücken. Solche Schwächen finde ich persönlich immer ziemlich hart, denn sie betrifft vor allen Dingen immer euer Team. Und Teamschwächen sind natürlich, vor allen Dingen, wenn es um Verderbsmarker geht, sehr brutal, denn eine ganze Runde bedeutet natürlich, wenn wir zu dritt spielen, jeder, sagen wir mal, 3 Aktionen, gehen 9 Aktionen flöten, weil ihr so einen Marker draufgesetzt habt, der dann normalerweise nicht drauf soll. Und das Ganze kostet euch auch noch 2 Ressourcen. Und wenn ihr irgendwie sagt, okay, ihr könnt jetzt die aktuelle Agenda damit vorantreiben, was ihr nicht wollt, müsst ihr halt eben auf jeden Fall die 2 Euro in Kauf nehmen. Also die schmerzt dann halt auch, wenn man sie auf der Hand behält. Die ist wirklich nicht ohne. Dann auf der 3. Oh, ich sage euch, Leute, diese Schwäche ist, oh, die ist richtig lecker. Der König in Gelb. Ja, das ist von Min die Schwäche. Min ist der Bauernermittler, die ist auch so eine Bauernsupporterin. Wenn sie an einem Ort ist, mit wem anders, ja, können wir uns mal angucken. Nachdem ein Mittler an deinem Ort eine Karte zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen hat, diese Karte hält bis zum Ende der Probe ein Fragezeichen-Symbol extra. Nur einmal pro Mittler pro Runde. Also kannst mehrere Mittler am selben Ort halt ihre Passive ausnutzen. Das ist wirklich nett. Und tja, jetzt haben wir halt den König in Gelb und die ist wirklich extrem gemein, denn die sagt jetzt aus, sie kommt bei euch ins Spiel, in die Bedrohungszone. Und jetzt heißt es, du kannst nicht genau eine oder 2 Karten zu einer Fertigkeitsprobe beitragen. Also du kannst zum Beispiel keine Karten mehr zusteuern, es sei denn, du steuerst 3 Karten dazu oder mehr. Da kann man jetzt denken, okay, das macht man einmal. Aber in dieser Probe, die bestanden werden muss, um die Königin Gelb abzulegen, müssen es 6 übereinstimmende Fertigkeitssymbole sein. Also zum Beispiel 6 Fragezeichen oder 6 Kampfsymbole. Und wenn ihr die nicht habt, dann kriegt ihr diese Schwäche nicht los. Das heißt erstmal A, also ihr könnt zu keiner Fertigkeitsprobe irgendwas dazu beitragen. Das heißt, also macht euren Charakter schon deutlich schlechter, denn ihr wollt Min ja eigentlich auch bei anderen Mitspielern Karten hinzusteuern. Und das verhindert halt der König in Gelb. Und 3 Karten aufzubringen mit übereinstimmenden Symbolen, das ist also nicht so leicht. Und jetzt kommt's. Das muss auch erstmal gelingen. Ja? Wenn es nämlich nicht gelingt, weil die Probe halt
Ja, ihr zieht den roten Fehlton. Dann müsst ihr das Ganze nochmal machen. Dann sind aber erstmal drei Karten weg. Und als ich die draußen hatte, ich habe keine Ahnung, dann ist es, musste ich beten, dass ich das schaffe. Denn klingt erstmal, es ist schwieriger, als es vielleicht aussieht. Ja? Und wenn man es dann halt nicht schafft, dann ist man einfach eigentlich auch komplett raus, weil man einfach nochmal wieder drei Karten braucht mit übereinstimmenden Fertigkeitssymbolen. Die Schwäche ist richtig hart. Der einzige Vorteil ist, sie macht dir halt keinen Schaden oder sie treibt die Agenda nicht voran. Aber sie nimmt dich als Charakter halt sehr, sehr, vereinnahmt dich sehr. Du musst teilweise Karten in das Deck reinbringen, die deine Schwäche halt eben aushebeln können. Und das ist immer sehr, sage ich mal, benachteiligend. Klar, du musst Karten für sowas reinnehmen und nicht auf irgendwelchen anderen Spielaspekten, sondern um die Schwäche entgegenzukommen. Das ist schon echt übel. Und der hier, diese Schwäche haut hier richtig rein. Na gut, aber das war die 3. Jetzt zu 2 und das ist auf der Suche nach Izzy. Das ist auch so eine tolle Schwäche, die ich ungern bei mir oder bei einem Mittlerkollegen sehe, denn wenn die rauskommt, die gute Izzy, dann muss man sie erstmal an den weitest entfernten Ort von mir packen. Das ist ähnlich jetzt, ne, zu dem hier mit dem Zerschmetter die Gottlosen, da kommt der Gegner, bis zu den anderen Gegnern angehängt und der ist auch irgendwo im Arsch der Welt, ist das halt bei ihr so, dass ihr ja auch hier ganz weit weg ist und dann müsst ihr also da erstmal hinrennen. Dann müsst ihr zwei Aktionen aufgeben und ermitteln. Und wenn die Probe gelingt, mit Jenny, das ist übrigens die Probe, von Jenny Barnes, wenn die gelingt, aber nur dann entdeckt ihr natürlich keine Hinweise, sondern dann legt ihr die Schwäche ab. Und wenn ihr es nicht schafft, am Ende des Spiels die Izzy halt ja, auszuhebeln, dann bekommt ihr auch wieder dieses seelische Trauma. Und das ist halt immer total gemein. Ihr zieht die ganze Zeit die Schwäche nicht und dann habt ihr noch zwei Runden zu spielen, weil ja irgendwie ist das gerade super knapp alles. Dann zieht der Izzy ist ganz woanders jetzt. Da müsst ihr, und dann heißt es, Leute, darf ich da hinrennen und Izzy da irgendwie zu befreien oder wollen wir vielleicht doch die Szenario gewinnen? Tja, dann wird gestritten. Denn wer möchte hier schon so ein seelisches Trauma haben? Niemand. Und dann rennst du da irgendwie hin und dann schaffst du vielleicht noch nicht mal die erste Probe und solche Sachen. Also die ist wirklich auch, also die zerfleischt euer eigenes Team. Auf jeden Fall diese Schwäche. Das ist mit der hier genauso. Ja. Also das ist so eine, jetzt rennt er da irgendwo hin. Ja. Und da ist niemand. Und oh, ganz schlimm. Egal, okay. Aber auf der 1 habe ich selber auch in Erfahrung bringen dürfen, ist der sogenannte Beobachter aus einer anderen Dimension. Die bringt uns so ein paar Sachen mit, die muss man ein bisschen erklären. Also ihr bekommt diesen Gegner auf eure Hand. Und der macht erstmal nichts. Sobald euer Deck aber allerdings leer ist, greift euch an. Von der Hand aus. Und hat immer drei Schadenssymbole. Das ist also nicht ganz ohne. Jetzt kann man den wegbekommen, indem man jetzt ihm entweder entkommt mit dem Fünferwert oder gegen ihn kämpft auch mit dem Fünferwert. Das Problem ist daran, dass er. Ja, es kommt auch an, wann die Schwäche gezogen wird, natürlich. Dass das erstmal Werte sind, die sind nicht so leicht. Denn bei Patrice Hathaway ist es so, sie hat nämlich nur 4-2-2 Stats. Also mit Grün und also mit Bewegung und mit Kampf müsst ihr erstmal auf die 5er-Werte kommen. Da kann euch niemand helfen. Deswegen hat nämlich die Schwäche auch Wagens und ist verborgen. Also ist auf eurer Hand, da kann keiner Sachen zusteuern, solange sie auf der Hand ist. Und Patrice sagt aus, dass sie, anstatt in der Unterphase eine Karte zu ziehen, legt ihr alle Nicht-Schwäche-Karten von der Hand ab und zieht 5 Handkarten. Sie hat selber 42er Deckgröße, plus natürlich die Zusatzkarten, die nicht zur gegen die Deckgröße zählen, halt, ne, klar. Also sie kommt schneller durchs Deck durch, weil sie auch mal wieder neue Karten zieht. Jetzt ist das Problem an dieser Schwäche. Sie nimmt erstmal einen Handslot weg. Also ihr zieht. Weil sie bleibt ja auf der Hand. Also ihr zieht also immer, wenn ihr früh im Spiel zieht, zieht ihr immer nur noch 4 Karten statt 5, was halt total Mist ist. Und der Nachteil ist, ihr müsst sie dann halt irgendwie auch bekämpfen oder ausweichen. Und wenn das Deck dann durch ist, dann kriegt ihr Schaden. Und das wollt ihr nicht. Die Hand hat 7 Leben. Danach ist dann, wenn ihr 3 bekommt, das sieht schon übel aus. Und das Gemeine ist halt eben,
wenn ihr sie, wenn ihr den, die Probe, wenn die Probe gelingt, legt ihr sie ab, aber falls sie nicht, also falls sie misslingt, erscheint er auch noch mit euch im Kampf. Das heißt also, ihr habt dann vielleicht mal die 9 zu 5 Probe und denkt, ihr seid ja irgendwie sicher, dann zieht ihr halt minus 5 oder ihr zieht irgendeinen Token, der dann irgendwie sagt, ich ziehe noch einen weiteren Token, minus 2, minus 5 oder was sonst was. Und dann schafft ihr es nicht. Und dann kommt der mit euch in den Kampf. Und wenn er im Kampf ist, ist das gleiche wieder, ihr kriegt den wieder nicht weg, weil, oder könnt wieder nichts machen, weil ihr, ja, weil ihr dann halt Gelegenheitsangriff bekommt. Klar, dann können eure Mitermittler versuchen, den zu besiegen oder mitzubesiegen, aber das musst du auch erstmal schaffen. Jetzt kann man sagen, okay, ja, ich versuch, ne, man kann natürlich so taktisch machen, ich versuche die Probe zu fehlen, dann kommt der Kampf, weil er nur 2 Leben hat, dann haben wir den Kämpfer, der kann mir das vielleicht abspotten. Das würde in der Theorie irgendwo funktionieren, aber es ist halt auch eben Wagnis, das kann, wenn man das richtig spielt, darf man sich da auch nicht absprechen. Und die haut wirklich sehr gut rein, diese Schwäche. Also die fühlt sich auch super unfair an. Und man will eigentlich auch nicht am Ende, wenn dein Deck durch ist, die Schwäche halt auf der Hand haben. Fühlt sich auch nicht gut an, so einfach so 3 Schaden zu bekommen und dann ist sie auch nicht weg. Ja, dann schlägt er zu und dann bleibt er auf der Hand. Also die hat es wirklich in sich. Und deswegen bei mir zu Recht auf der 1. Okay, das war dazu. Ja, das waren sozusagen meine Top 10 und meiner persönlichen Ermittlerschwächen. Habt ihr noch irgendwelche Schwächen, die ich jetzt nicht drin habe, übersehe oder zu hart ranke oder vielleicht genau, zu welche, die ich hier nicht aufgeführt habe, die ihr aber gerne gesehen hättet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Ich bin halt jemand, der nicht, sich nicht unbedingt auf die Schwächen einlässt, aber das ist trotzdem und bleibt auch vielleicht für einen, der in einem oder anderen ein Kriterium, einen Ermittler zu auszuwählen, wenn halt diese persönliche Schwäche jetzt schon zu hart ist. Lässt man oft auch, oder gibt es welche, die natürlich auch die Finger davon lassen, was ich auch verstehe. Na gut, okay, das war's von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Arkham-Video, Arkham Horror, das Kartenspiel-Video. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Haut rein.